In diesem Video sehen wir uns die Funktion Verkauf parken in der Kasse an. Was ist Verkauf parken? Wir machen das gleich mit einem praktischen Beispiel. Folgende Situation: Sie haben einen Kunden vor sich, der hat Ihnen Ware auf die Theke gelegt und Sie haben die Ware schon begonnen in die Kasse einzugeben, einzuscannen, zu suchen, wie auch immer. Also wir haben jetzt zum Beispiel diese vier Artikel drin. Jetzt sagt aber dieser Kunde noch: Hey Chef, ich schau noch. Während Sie diese Artikel drin haben, steht der Nächste schon da und sagt: Hey, kann ich schnell zahlen? Jetzt können Sie hergehen und können einen Artikel nach dem anderen herausstornieren, indem Sie hier oben links auf Storno klicken. Oder Sie sagen: Okay, dann parke ich diesen Verkauf. Jetzt können Sie die Artikel dieses Kunden eingeben, der jetzt schnell zahlen will, klicken auf Bezahlen und schließen den Verkauf ab. Jetzt kommt der nächste Kunde und sagt: Hey, ich habe auch schnell was. Naja, dann nehmen wir das noch, dann verkaufen wir ihm das. Jetzt sagt aber genau dieser Kunde auch: Ach, ich bräuchte eigentlich noch was, ich schaue noch schnell durch. Was machen Sie jetzt? Wenn wieder ein Kunde kommt, der zahlen will, dann klicken Sie erneut auf Verkauf parken. Denn wenn sich Artikel hier in der Kasse befinden, haben Sie die Möglichkeit, einen Verkauf zu parken. Und das Coole an der Geschichte ist es, dass Sie jetzt rein theoretisch von diesem Arbeitsplatz weggehen könnten und ein anderer Arbeitsplatz könnte diesen Verkauf reinholen. Im Klartext: Wenn Sie im Netzwerk mit Wabi Profi 3 arbeiten und Sie hier an der Kasse 1 sind und ein anderer ist an der Kasse 2, ist ja egal, wie Sie die Kassen benennen, dann hätte der an der Kasse 2 die Möglichkeit, auf Verkauf holen zu klicken und könnte den von Ihnen getätigten Erstbon oder Zweitbon, also halt das, was Sie geparkt haben, zu übernehmen. Das heißt, er kann sich dann den Verkauf, den Sie zum Parken freigegeben haben, in die Kasse reinholen. Ja, und dann gehen Sie einfach. Dann kann der auf Bezahlen klicken. Zack, fertig, weiter. Auch sehr schön, das zeige ich Ihnen noch. Wabi Profi 3 merkt sich das. Ich sage jetzt mal unsere Susi. Wabi Profi 3 merkt sich das, wenn ein Kunde hinterlegt ist. Wenn ich jetzt auf Verkauf parken gehe, ist der Verkauf weg. Wir haben nun unseren Laufkunden in der Kasse, dem wir jetzt etwas verkaufen können. Eine Glückwunschkarte oder sonst irgendwas. Wenn wir auf Verkauf holen gehen und einen geparkten Verkauf holen, sehen wir auch gleichzeitig, dass dieser geparkte Verkauf sich auch den Kunden merkt. Er sagt: Ah, das war die Susi Huber. Die kann ich nun übernehmen. Und wir haben nun die Informationen von der Frau Susi Huber wieder hier bei den Kundendaten drin und können das Ganze jetzt abschließen. Also Verkauf parken ist wirklich eine ganz, ganz easy Funktion, die Sie toll nutzen können und wo Sie Verkäufe tatsächlich im Netzwerk von einer Kasse zur anderen schieben, weitergeben oder freigeben können.